Mein Dank gilt auch dem Hausherrn, unserem Stadtarchivar, Herrn Dr. Jakob. Und lieber Herr Professor Seitzer, ich freue mich auf das Interview, auf das Gespräch mit Ihnen als Träger des Goldenen Ehrenrings. Und wenn ich das so sagen darf, nach Professor Fiebiger, dem zweiten Wissenschaftler in unserer Stadt, der im Rahmen dieses Projektes Zeitzeugen, Oral History, erzählte Geschichte, hier Rede und Antwort steht. Zunächst natürlich, was uns ganz besonders interessiert, ist der Mensch, Professor Seitzer. Dann natürlich auch der Wissenschaftler und der Wissenschaftsmanager. Deswegen, lieber Herr Professor Seitzer, steigen wir gleich mal ein. Da sind Sie ja dann aufs Gymnasium auch gegangen, ja, in Tübingen. Und dann war ja was Erstaunliches. Ich habe von Ihnen noch erhalten als Dokument. Concours General 1951. Sie haben einen tollen Preis gewonnen, nämlich in der Beherrschung der französischen Sprache und zeitgleich das Kuriose, in Mathematik eine 3. Wie geht das zusammen? Also da muss ich Sie natürlich gleich korrigieren, da haben Sie das nicht richtig gelesen. Es ist nicht der 3 gewesen, sondern ich habe den zweiten Preis gewonnen. Den zweiten Preis, ja. Also, nein, Mathematik war ja die 3. Ja. In Mathe den zweiten Preis und in Französisch hatte ich den ersten Preis. Okay. Ja, ja. Und dann wurden wir also durch die Militärregierung eingeladen und ich durfte mit meinen Lehrern nach Mainz fahren. Und habe, glaube ich, damals den ersten Fisch in meinem Leben gegessen. Weil da gab es ein tolles französisches Essen, natürlich mit Champagner und allem drum und dran. Und da gab es eben auch Fisch. Ne? Und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich esse. Ne? Im Krieg mussten wir ja sehen, dass wir über die Runden kommen. Und haben eher von selber gelesenen Ähren und Bucheggern gelebt, als von Fisch und ähnlichen Dingen. Ne? Ja, wie ging es dann weiter, Herr Professor Seitzer? Es war ja dann wohl nicht mit der Zustimmung des Vaters die Entscheidung, nicht in Tübingen zu bleiben, sondern nach Stuttgart zu gehen. Und dann haben Sie aber Erfahrungen gemacht mit der Berufsberatung, die man heute eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Wenn Sie da mal sagen wollen, was die Berufsberatung, wovon Ihnen die Berufsberatung damals abgeraten hatte? Ja, also mein Vater hat eigentlich strenge Aufsicht geführt und es ging mir in dem Alter etwas auf den Wecker. Und dann musste ich natürlich ein Studienfach wählen, das es in Tübingen nicht gab. Und deswegen bin ich dann letzten Endes nach Stuttgart gegangen. Aber ich bin natürlich vorher zur Berufsberatung an der Uni und habe mich dort erkundigt, weil mein Lehrer Lambacher Schweizer, der sicher hier auch bekannt ist, weil viele Schüler hier auch noch nach Lambacher Schweizer unterrichtet werden, der hatte gewollt, dass ich unbedingt Mathematik- und Physiklehrer werde. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, also wenn es Ihnen je, und er hat immer so betont gesprochen, wenn es Ihnen je nicht gefällt in Ihrem Ingenieurberuf, dann kommen Sie zu mir und ich werde Sie in eine Schule vermitteln. Ganz zweifellos. Ne? Und ja, und da bin ich zum Berufsberater und dann hat er gesagt, also Ingenieure brauchen wir keine mehr. Deutschland wird ein Agrarland bleiben, weil da gab es ja den Morgenthau-Plan, der dieses vorsah, dass wir nicht industrialisiert werden. Und er sagte, es sind noch genügend Ingenieure da, die aus dem Krieg zurückkommen und die werden auch nicht zu arbeiten finden. Also er hat mir dringend abgeraten. Mhm. Und ich habe dann aber doch riskiert, nach Stuttgart zu gehen und habe es eigentlich nie bereut. Ja. Und die Schweiz, wenn ich das so richtig weiß, wenn Sie mal nicht in Erlangen sind, ist ja wohl eine häufige Bleibe von Ihrer Frau und Ihnen auch noch am heutigen Tage. Ja. Also Graubünden, Sie wechseln offensichtlich das zwischen Erlangen und Graubünden. Also ich glaube, wir können sagen, ich weiß, die Schweiz ist unsere zweite Heimat geworden. Meine Frau wäre eigentlich ganz gerne in der Schweiz geblieben, als ich dann den Ruf hierher bekam, weil es uns dort sehr gut gefallen hat. Und wir haben also immer noch Freunde dort, die wir dann immer wieder auch besuchen. Und wir haben ja auch ein kleines Ferienhäuschen. Ja. Und insofern sind wir also auch mit der Schweiz sehr vertraut.
Jetzt haben Sie schon davon gesprochen, dass Sie nach Erlangen gekommen sind. Sie kennen ja den berühmten Spruch, zumindest bei den Siemensianern ist es so, wer nach Erlangen kommt und dann wieder weggeht, der weint zweimal. Einmal, wenn er kommt und einmal, wenn er wieder gehen muss. Wie waren denn Ihre ersten Eindrücke, als Sie hier in Erlangen oder in der Region Nürnberg-Fürth-Erlangen angekommen sind? Was waren denn Ihre ersten Eindrücke? Mit einem Wort, trostlos. Also ich weiß noch, wie ich auf dem Bahnhof in Fürth stand beim Umsteigen und auf den Zug wartete, habe ich gedacht, Mensch, jetzt Kind, wo bist du denn da hingekommen? Ne? Naja, aber ich kannte natürlich schon, der Spruch wurde mir natürlich gleich entgegengehalten, als ich hier ankam, dass man zweimal weint. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt gehen müssten, würden wir auch weinen. Ja. Da können wir vielleicht mal ein bisschen vorgreifen. Ja. Denn Sie haben ja auch mal den Ruf nach Duisburg bekommen. Und könnten Sie noch mal sagen, wie Ihre Frau darauf reagiert hat? Ach so, ja. Das war dann zwar 10 oder 13 Jahre später, aber vielleicht wäre das jetzt mal ganz gut, schon mal die Liebe zu Erlangen, die Sie bis dahin dann schon entwickelt haben, weil, dass Sie die deutlich machen. Naja, also da muss ich vielleicht vorher noch sagen, ich habe es natürlich zuerst dem Professor Fiebiger erzählt. Und da hat er in seiner prägnanten Kürze dann eben gesagt, also wenn Sie jetzt nach Duisburg gehen, dann sind Sie in 6 Jahren so weit, wie Sie jetzt in Erlangen schon sind. Und dann bleiben Sie lieber hier und machen hier weiter. Ne? Ja. Und das war etwas, das ist mir heute noch in Erinnerung und da hat er ja auch recht gehabt. Und er hat ja alle Hebel in Bewegung gesetzt und der Förderkreis und die Industrie- und Handelskammer hat ja dann eingegriffen und der Senator Braun hat ja mit dem damaligen Ministerpräsidenten Strauß Kontakt aufgenommen und Strauß hat dann gesagt, ja, also wenn ihr in Nürnberg Geld sammelt, dann gibt der Staat genauso viel, wie ihr sammelt. Und innerhalb von einem Vierteljahr waren 7 Millionen zusammen und da musste natürlich der Freistaat Bayern etwas naiven. In dem Zusammenhang, Herr Professor Salzer, wäre es vermutlich auch ganz sinnvoll, die Vorüberlegungen auch mal darzustellen für das IGZ, das Innovations- und Gründerzentrum. Das ist ja das erste interkommunale Gründerzentrum in Deutschland gewesen, getragen von den 3 Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen und der IHK und der Kreishandwerkerschaft. Sie haben mir mal erzählt, dass Sie wohl bei einer Veranstaltung der IHK von einem Erlanger Stadtrat, der unter anderem eigentlich im Hauptberuf ein Bauunternehmen hatte, angesprochen wurden. Schon eine ganze Zeit später. Ne? Ja. Das fing eigentlich so an, dass ich ja dann zuerst in Brüssel tätig wurde bei der SEFI, die Société Européenne pour la Formation des Ingenieurs, also für Ingenieurausbildung, und dort in den Verwaltungsrat aufgenommen wurde. Und dort habe ich auch Kollegen aus dem Ausland kennengelernt. Und außerdem hatte ich ja über die IBM auch Kontakte nach USA und habe dann eben auch Besuche gemacht an anderen Hochschulen, unter anderem eben auch mal in Cambridge. Und Cambridge war mir also andeutungsweise bekannt, dass da früher auch Kontakte mit der Universitätsspitze und mit Professor Volz bestanden haben. Und dann erkannte ich einen Kollegen über die SEFI, der Großbritannien da vertreten hat. Und der hat dann mich eingeladen, es gäbe da eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und sie hätten da so ein Transferzentrum und ich könnte das ja mal besuchen kommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass dort so ein informelles Forum, so wie Sie später da mit dem Wirtschaftsforum was gemacht haben. Das hat jemand von der Barclays Bank dort angestoßen. Und zwar war das Problem dort, die Universität hatte ein Gelände und da war eine Munitionsfabrik aus dem Krieg drauf. Und nach dem Krieg brauchte man ja keine Munition dort mehr. Und dann hat sich die Uni überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Gelände.
Und dann hat sich über dieses informelle Forum kam die Idee zustande, da könnten wir doch eventuell Projekte, wo die Wirtschaft zusammenarbeitet mit Teilen der Universität, könnten wir doch mal versuchen. Und innerhalb von 3 Jahren waren da über 100 Firmen angesiedelt. Man hat dann sogar noch einen Neubau gemacht. Ne? Und es war sehr erfolgreich. Ne? Und ich wusste, dass es das in Kalifornien auch gibt. Mhm. Ne? Und dann bin ich bei den Veranstaltungen von der IHK ja auch eingeladen gewesen. Und da kam ich gerade von dem Besuch von England zurück und da begrüßte mich Braun. Ich sag, ah, da kommt gerade der Professor Seitzer auch, der möchte hier auch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Wir haben einen Förderkreis gegründet und da habe ich gesagt, also jetzt komme ich gerade daher, wo es so ein Transferzentrum gibt. Und so etwas müssten wir hier eigentlich auch haben. Und dann hat mich nachher, wenn man so informell zusammensteht und noch ein Gläschen trinkt, hat mich der Herr Heinlein gefragt und hat gesagt, sagen Sie mal. Von der KWG früher. Von der KWG, also ja. Ich kannte den ja, ja. Gar nicht. Ne? Ja. Aber der hat mich gefragt, ja, und wie ist das denn dort untergebracht und so weiter, braucht man dann nicht auch Räume? Mhm. Und da habe ich ihm das so erzählt, was ich dort gesehen habe. Und dann kam das IGZ ins Rollen. Mhm. Und da hat sich ja dann das Wirtschaftsministerium auch interessiert. Und der Dr. Ahlinger ist dann hierher gekommen und von München und hat es dann hier aufgebaut. Jetzt kommen wir aber zu den Vorläufern des Fraunhofer Instituts. Oder eigentlich muss man exakt sagen, der Fraunhofer Institute. Und wenn Sie noch mal rekapitulieren, welche wichtige Rolle hat denn da bei der Beschaffung der ersten Räume die Stadt Erlangen gespielt und der damalige Oberbürgermeister und der damalige Wirtschaftsreferent Hans Vogel? Ja, das war ja so, da gab es ja diesen Arbeitskreis von der IHK, den Förderkreis in Gang gesetzt hat. Unter dem Vorsitz von Herrn Weber, glaube ich. Unter dem Vorsitz von dem Herrn Weber. Und da war Gott sei Dank ja auch eine Vertretung von der Stadt Erlangen, nämlich der damalige OB Dr. Hallweg. Grüßen Sie. Und der hat, also da komme ich fast ins Schwärmen, wie gut er unsere Interessen dort vertreten hat. Weil der OB Urschlechter von Nürnberg, der wollte natürlich, dass, wenn ein Institut gegründet wird, dass das nach Nürnberg kommt. Mhm. Und der wollte das auch in die Satzung aufnehmen. Wissen Sie es noch, Herr Hallweg? Und dann hat der Herr Hallweg in seiner bedächtigen Art und Weise hat er gesagt, ja, ist denn das notwendig, dass wir das heute schon festlegen? Das könnten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal überlegen. Und da ist es so ein bisschen im Sande verlaufen. Und der hatte wahrscheinlich schon im Hinterkopf, dass wir da in die Artilleriestraße gehen könnten. Und das geschah dann auch. Er hat mich dann eingeladen und der Herr Vogel war das damals, war dabei. Und dann hat er uns das angeboten, dass wir diese Räume von der Schlosserei Kunstmann bekommen könnten. Und die haben wir ja dann auch bezogen und sind dann drin geblieben, so lange, bis sie zu klein geworden ist. Ja. Und dann hat die Räume nachher der Professor Rüssel, der ist ja auch da, übernehmen können. Und für den waren sie eigentlich noch viel geeigneter, weil mit seinem Technologie-Equipment braucht er dann manchmal etwas höhere Räume als für Computer, die bei uns auf dem Tisch stehen. Und da ist ja der dort reingezogen und dann hat Gott sei Dank die Stadt Erlangen die Miete für 3 Jahre bezahlt. Ja. Herr Professor Seitzer, jetzt haben wir sehr stark die Entwicklung, Ihre persönliche Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung beschrieben. Wir haben uns ja vorab darauf verständigt, dass wir keinen wissenschaftlichen Vortrag über den MP3-Standard halten, aber dennoch, Sie gelten als der Vater oder inzwischen kann man sagen der Großvater des MP3-Standards, sodass Sie vielleicht doch in kurzen Zügen auch mal verleihen, verständlich das mal machen, was steckt da eigentlich dahinter? Wie sind Sie zum ersten Mal auf die Idee überhaupt gekommen der Datenkomprimierung?
Und wenn Sie vielleicht ein Beispiel auch nochmal sagen, Sie haben mir das auch sehr einleuchtend auch nochmal gemacht bei der Umstellung von Schwarz-Weiß-Fernseher auf Farbfernseher. Da gibt es gewisse Analogien. Wenn Sie das für den technischen Laien einfach so verständlich wie möglich mal machen. Für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, gibt es natürlich ein hervorragendes Fachbuch, die MP3-Story, in der natürlich Professor Seitzer eine ganz, ganz wegweisende Rolle hat und die auch hier drin beschrieben ist. Und Sie haben jetzt gewissermaßen die Aufgabe, das, was in dem Buch steht, quasi uns in einer Nussschale zu vermitteln. Ja, also da muss ich sagen, der Anfang, wenn ich selber so zurückdenke, da liegt der Anfang eigentlich noch in Stuttgart. Mhm. Da war ich ja an dem Lehrstuhl für Nachrichtentechnik und da gab es eine Abteilung auch für Akustik, für Elektroakustik unter der Leitung von Professor Zwigger und der hat die Eigenschaften des Ohrs untersucht. Und Feldkeller hat dann mit Zwigger das Buch Das Ohr als Nachrichtenempfänger geschrieben. Und ich bin dort eben als Testvehikel benutzt worden. Ich habe ja Elektronik gemacht in der Dissertation, wurde aber als Testvehikel verwendet. Da gab es so eine Kabine, da waren 26 Lautsprecher drin. Und da hatte gerade ein Mensch Platz und man hat einen Knopf in der Hand gehabt. Wenn man etwas gehört hat, dann konnte man lauter oder leiser stellen. Und so hat man sozusagen diese Hörschwellen und so weiter ermittelt. Ne? Und dort hat man auch an dem Phänomen gearbeitet, was man nachher bei MP3 gebraucht hat, nämlich diese Verdeckung. Das heißt also, ein lauter Schall verdeckt eben einen leiseren. Wenn es knallt, dann hört man nichts anderes mehr. Und das kann man natürlich wissenschaftlich untersuchen. Und da wurden Rauschgeräusche erzeugt, da wurden Sinustöne erzeugt. Und da hat man all diese Schwellen und die Eigenschaften des Ohres untersucht. Ne? Und dann bin ich ja nach Zürich gegangen und in Zürich war es dann zufällig so, nach 5 Jahren hat das Zürcher Labor die Mission Computer-Related Communications bekommen. Und zwar deswegen, weil die IBM durfte in Amerika nichts auf dem Nachrichtengebiet machen. Das hat die Firma AT&T, also die Bell-Laboratorien, haben die Nachrichten, also im Wesentlichen Telefonie, Nachrichtentechnik gemacht. Die durften aber nichts auf Computergebiet machen. Das war wegen den Kartellgesetzen verboten. Aber ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt, Herr Professor Seitzer, wo wir sagen, da sollte interessierte Zuhörer und Zuschauer dann in das Buch einsteigen. Ja. Aber die Tatsache, dass Sie als Vater oder Großvater des MP3-Standards gelten hat, in Ihrer Familie auch Probleme bereitet. Eine Ihrer Enkeltöchter hat es mal in der Klasse erzählt. Ach so, ja. Und dass Sie dann als Großmaul oder Angeberin gemobbt wurde, war dann die Konsequenz. Ja. Und wie hat der Opa dann darauf reagiert? Ja, sie hat mir angerufen und weinend und hat gesagt, Opa, was soll ich denn jetzt zu denen sagen? Das stimmt doch. Da habe ich dann mir überlegt, was könnte ich da unternehmen. Habe dann den Rektor angerufen und habe dann angeboten, dass ich dort einen Vortrag über MP3 halte. Mhm. Und bin ich also dann nach Speichingen gefahren und habe den Gymnasium im größten Raum, das war das Foyer, vor etwa 600 Schülern, habe ich also Versuche auch vorgeführt über MP3-Kodierung. Und die Leute waren dann begeistert. Ich stand natürlich auch in der Zeitung und wurde vom Bürgermeister empfangen. Und dabei habe ich dann ja auch den Physiklehrer kennengelernt. Und der Physiklehrer hat mich insofern beeindruckt, als er auch Projekte mit der dortigen schwäbischen Industrie gemacht hat. Mit seinen Schülern hat er zum Beispiel auch ein Windrad gebaut. Mhm. Und wie das dann gesteuert wird, wie daraus Elektrizität wird. Und dann habe ich gesagt, also die Begurt-Stiftung verleiht ja auch einen Lehrerpreis und habe ihn für den Lehrerpreis vorgeschlagen. Und dann hat er den Begurt-Lehrerpreis bekommen und jetzt sitzt er im Ministerium und ist
und ist zuständig für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und auch für diesen Preis Jugendforscht. Jetzt haben wir diese Höhepunkte beschrieben. Wenn man jetzt mal resümiert, kann man wirklich sagen, die beiden Fraunhofer-Institute in Erlangen sind vermutlich die wirtschaftlich und, füge ich hinzu, muss man mal aufpassen, wirtschaftlich kann man messen in Euros, aber auch wissenschaftlich vermutlich die erfolgreichsten der gesamten Fraunhofer-Gesellschaft. Also sagen wir mal, das Wirtschaftliche kann man auf jeden Fall sagen. Also es wird kaum es gibt überhaupt kein anderes Fraunhofer-Institut, das so viele Rückflüsse an Geld hat für das, was alles hier entwickelt worden ist, insgesamt rund um diesen MP3-Standard. Naja, ich glaube, das kann man wohl sagen. Also die anderen Fraunhofer-Institute haben natürlich auch Industriekontakte und haben sicher auch Lizenzeinnahmen, aber eben in dem Umfang, wie das durch MP3 möglich geworden ist. Das ist im Grunde genommen ja auch ein gewisses Wunder, was da passiert ist. Ist aber natürlich auch der Tatsache zuzuschreiben, dass wir eben keine exklusiven Lizenzen vergeben haben. Mhm. Und dadurch ist es sozusagen ein offener Standard. Und es kann keine Monopolbildung passieren, weil eben jeder, der es verwenden kann, bekommt unter vernünftigen Bedingungen eine Lizenz. Und so steht es allen zur Verfügung. Und das war natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Ja. Jetzt ist das ja eine Technologie, wo man sagen kann, die ist einem nicht beim Zähneputzen eingefallen, sondern ist ja Ergebnis eines enorm langen Forschungsprozesses mit vielen, vielen Dutzenden, um nicht zu sagen, möglicherweise sogar Hunderten von Wissenschaftlern. Wir haben mal drüber gesprochen. Sie haben ja, das ist allerdings schon einige Zeit her, gesagt, es sind Minimum 500 Mannjahre oder im Zeitalter von Gender muss man sagen 500 Personenjahre investiert worden in diesen MP3-Standard. Oder reicht es möglicherweise gar nicht? 500 das reicht Personenjahre. Heute nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Das war etwa in den 90er Jahren, habe ich mal anlässlich also eines Berichtes, habe ich das auch überlegt. Ja, es sind ja etwa 15 Dissertationen. Und wenn Sie rechnen, eine Dissertation bei uns dauert etwa 3 bis 5 Jahre. Ja. 5 mal 15 sind 75, ne, das sind schon 75 Mannjahre. Wenn wir dann die Diplomarbeiten, darf man ja auch rechnen. Ja. Diplomarbeiten ein halbes Mannjahr, ne, 6 Monate. Und wenn man das auch nur zur Hälfte rechnet, dann kommt so einiges über 100 Mannjahre heraus von der wissenschaftlichen Seite. Und wenn man jetzt dann nimmt, wie viele Leute in den Abteilungen angestellt sind und waren, die an MP3 und ähnlichen Dingen gearbeitet haben, dann sind es ja, heute sind es ja über 50, ne? An die 100 sogar. Ne? Und wenn man das im Vergleich dann eben sieht, dann bestätigt sich eben immer wieder, dass die Forschung eben 1% etwa ist und dann die Entwicklung 10%, das Zehnfache kostet. Und so ist es ja auch in der Wirtschaft. Ne? Herr Professor Seitzer, wir kommen zum Abschluss. Da sind wir schon so weit. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ja. Wir haben vorhin ja mal kurz gestreift, der Ruf nach Duisburg. Wir haben gesprochen über die Initiative der Bayerischen Staatsregierung und damals Franz Josef Strauß. Wir haben gesprochen über den Fackelzug. Aber ist es nicht auch so gewesen, dass Ihre Frau gesagt hat, du kannst schon nach Duisburg gehen, ich bleibe in Erlangen? Stimmt das? Ja, das ist ein denkwürdiger Tag gewesen. Da sind wir mal auch wieder unterwegs gewesen in die Schweiz. Und das war auf der Strecke zwischen Ansbach und Nördlingen. Damals gab es die Autobahn noch nicht. Sind wir über die Landstraße gefahren. Und es war dann, also ganz genau weiß ich das noch, bei Wassertrüdingen. Und da habe ich eben zu ihr dann gesagt, ja, und wie würdest du dich denn eigentlich darauf einstellen, wenn wir miteinander nach Duisburg gingen?
Und dann hat sie gesagt, ja, also du kannst nach Duisburg gehen, aber ich bleibe in Erlangen. Also, liebe Frau Seitzer, ein herzliches Dankeschön. Ja, war ein kluger Rat. Und irgendwie, das könnte man heute vielleicht noch klären, muss das auch der Herr Hallweg erfahren haben. Da war ein paar Tage später, kam ein großer Blumenstrauß bei uns an. Ja, Herr Professor Seitzer, wir haben auch gesehen, Ihre Frau und Sie, das haben eine zweite Heimat in Graubünden. Aber wenn Sie mal nicht bis nach Graubünden fahren wollen, Sie sind, wenn ich das so richtig weiß, auch ein großer Freund und haben die Fränkische Schweiz schon erwandert. Und jetzt sagen Sie uns doch einfach mal Ihren Lieblingsfleck in der Fränkischen Schweiz. Den Lieblingsfleck gibt es eigentlich nicht. Also die Lieblingsflecken sind eigentlich mehr sozusagen die höchsten Hügel dort. Wenn Sie denken, den Wixenstein, ja, genau. Den Pfaffenstein, ja. Dann die Hohenmürsberger Platte. Okay, genau, über 600 Meter hoch. Über 600 Meter hoch. Und das haben wir uns eigentlich alles erwandert. Da sitzen der Engel, der Max ist glaube ich nicht da. Ah doch, der ist auch da. Die Engel haben wir dann auch mitgenommen und meine Bundesbrüder, von denen auch einige da sind, sind auch Mitwanderer. Und so haben wir uns eigentlich über 30 Jahre lang jedes Jahr mindestens eine Wanderung in der Fränkischen Schweiz gemacht und haben dann natürlich von Effelterich bis Eglofstein, Trubach und so weiter die ganzen Gegenden abgegrast und natürlich auch genossen, was es da an gutes Bier und Feschbar und so weiter gibt. Also das wird uns noch weiter auch in der Zukunft begleiten, weil da gibt es noch vieles anzugucken, was wir auch noch nicht kennen. Sehr gut. Ja. Ja, Herr Professor Seitzer, meine Damen und Herren, ich glaube, das kann man fast zusammenfassen. Mit den Füßen in Erlangen und der Fränkischen Schweiz, mit dem Kopf in der Welt. Mit dem Kopf in der Welt. Herr Professor Seitzer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön für das Kommen heute und dann noch gute Gespräche und ein gutes Nachhausekommen. Herzlichen Dank.